a thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Gruppen für $5. Da bin ich zu geizig. Ich brauche das für meine Upgrades. Okay, warte mal. Dann nehmen wir mal einen Kanister. Das haben wir schon aufgemacht. Ja, super. Okay. Ah, da gibt es auch noch mal was. Da haben wir ein Rohr rumliegen. Ich muss übers Dach, hat er gesagt. Und wie soll ich bitte das mit dem Kanister schaffen? Wahrscheinlich geht es mit dem Kanister, ne? Dumme Frage. Hallo? Wer ist da? Ja, wie soll ich bitte? Okay, vielleicht muss ich das hochschmeißen. Ja, soll ich den überhaupt mit hochnehmen? Ist jetzt noch die nächste Frage. Ach komm, gehen wir mal hoch hier. Was soll denn das? Okay. Das ist alles sehr... Das sind Kisten. Also ich muss auf jeden Fall Kisten irgendwie hier stapeln wahrscheinlich. Dass ich da hochkomme. Hier haben wir auch noch Kisten. Ich habe Angst, dass ich hier durchbreche, aber wird wahrscheinlich nicht passieren. Maybe there's something we can use. Ein schwerer Nagelhammer. Ja, nehmen kann ich den nicht. Außer ich habe irgendwas zum Tauschen. Warte mal, das ist doch... Das Ding. Das ist ja nur ein Stock, ne? Warte mal. Machen wir das doch einfach mal so. Einmal bitte tauschen. Ja, hallo? Ich würde das gerne tauschen. Boah, das geht nicht, ne? Ach so, warte mal. Das ist ein Stufe 12. Na ja, gut. Trotzdem, nochmal rein ins Inventar. Dann tun wir... Den hier. Nein! Den hier. Behindernstock, den hier, bitte. Am besten fallen lassen. So, dann tun wir uns wieder den Flansch-Streitkolben hier drauf. Das Fleischermesser ist durch. Dann nehmen wir uns noch Wir nehmen uns jetzt erst immer mal die... Also das schwere Rohr kannst du wegschmeißen, komm. Lass das mal fallen. Die Sichel. Nee, das ist nochmal ein bisschen schwächer. Dann nehmen wir das da. Ausrüsten, hier drauf. Wunderbar. Und dann sollten wir... Ja. Mit dem eigentlich ganz gut fahren jetzt erstmal. So, wir haben hier auch Kisten. Wen auch immer ich da habe, schreien. Der ist wahrscheinlich in dieser Ding drin und da muss ich rein, ne? Oh. Okay. Lasst uns das probieren. So schwierig kann doch der nicht sein. Da gibt es ein Energy, da kann ich mich nochmal voll tanken. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo der Kali ist. Weil da hinten ist er ja anscheinend nirgends. Also rein mit uns. Ist da noch einer? Bist nur du Troll, ne? Ach, unselig eigentlich. Aber 403 und Dingsbums EPs.
wie gesagt, ne, warum soll ich da überhaupt noch mit Waffen arbeiten, wenn ich die alle so kicken kann wie in den Fußball? Seife, das ist wichtig. Einen Energy kann ich jetzt mir mal gönnen, weil der kostet nichts. Nein, ich wollte doch das Rohr nicht nehmen. Was kann ich dafür, wenn der Typ ein Rohr hat? Ich wollte es nicht nehmen, lass es fallen. So, und jetzt kommen 10 von außen. Da-da-da. Kontrollpunkt. Na gut. Au. Beeinträchtigend schwerer Messingschlag. Ah, 184. Den kann man sich mitnehmen. Leerer Kanister. Auf dem Auto war nichts. Da ist noch eine Schaufel. Da liegt ein... Der hat auch ein Rohr. Die haben alle ein Rohr. So. Die Blockade aufmachen. Da wird wahrscheinlich jetzt was sein. Ach nee, das ist der Ding hier. Ja, okay. Jetzt haben wir... Okay. Mit dem Auto kann man fahren. Aha. Aha, also ich muss quasi mit dem Auto fahren. Da komme ich quasi nicht drum rum. Wir nehmen uns quasi jetzt mal 4 Kanister. Jawohl. Die Autos sind ja anscheinend immer vollgetankt, das ist super. Jetzt gucken wir mal, wir müssen ja die Pumpe anschalten. Okay, wir fahren mal mit dem Auto ein paar Meter vor. So, warte mal, ich möchte da irgendwie stehen bleiben, dass ich hier auch... Gut. Brauche ich da nur einen? Das hätte ich gewusst, ne? Wo? Wo seid ihr? Jetzt? Da. Ich wollte dich nur noch mal treten. So. Fülle den Kanister wieder auf. Halte F. So. Bringe den Kanister zu Mike. Nur den einen? Ah, die anderen, die sind... Blockiert dann in dem Moment, okay, alles klar. So, dann warte mal. Wir haben jetzt, na gut, dann müssen wir halt zurückfahren. Dann kann ich ja die Gelegenheit nutzen und gleich mal das ganze Zeug reparieren. Dann müssen wir halt dann nochmal loslaufen, ist ja egal. Oder wir fahren dann mit dem Auto im Grunde jetzt zurück und fahren dann mit dem Auto einfach wieder daher. Bring den Kanister zu Mike, jawohl. Wir machen uns einmal hier eine Dingsen hin. Kann ich da? Okay. Ist in Ordnung, wenn das Lenkrad da ist, dann muss ich natürlich auch auf der Seite einsteigen. Ist ja logisch. So. Gib Gubi. Was mir gefällt, ist, wenn das Auto wieder von alleine zurückschnalzt beim Lenken.
so ein bisschen tut es mir leid, dass ich euch liegen lassen muss, so undurchsucht. Ups, Entschuldigung. Ui, den habe ich jetzt gerade beim Essen gestört. Genau, mach die mal weg. Ah, wir sind ja schon gleich zurück. Also mit dem Auto geht schon recht flott, muss ich sagen, dass man zurückfahren kann. Komm, mach auf. So. Einmal geschnappt. Hallöchen. Hurry it up. These fuckers are starting. Asche zu Asche. Ja, willst du... Achso, ich muss mit dir reden. Moment. Hey, thank you. Danke, das sollte reichen. Ich heiße übrigens Mike. Ich habe die Leichen draußen aufgestapelt. Gehen wir es an. Guess we better do this. Oh. Ja. Die stinken auch, wenn man sie verbrennt. Nice. Damit haben wir schon mal eine von den großen Aufgaben eigentlich erledigt, ne? Cool. Okay, dann werde ich jetzt noch mal ein bisschen schauen, ob ich wieder was sammeln kann. Let's take a look, shall we? Größe Batterie. Jo, also ich mache jetzt einfach mal die Reparatur an den Waffen, trinke mal einen Schluck Kaffee und dann geht's weiter. So, ich gönne mir aber auch einen Drink. Hier, dass wir wieder voll sind. Oh, es passt schon. Alles klar. So, ich habe soweit alles abgeschlossen. Meinen Kaffee natürlich getrunken. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir, dass wir weiterkommen, weil wir müssen ja unbedingt das Insulin dahin bringen. Und dann den Generator da noch überprüfen, ne? Du kannst ältere Hinweise im Pausemenü. Ja, weiß ich. Wenn man das Spiel startet, ist es faszinierend. Das dauert mindestens eine Minute, bis erst einmal die ganzen Quest-Hinweise durchgelaufen sind. So, komm du erstmal her. Ehrlich war, du. Jedes Mal versucht das. So, ich nehme natürlich wieder die Autoteile mit. Die Autoteile mit raus. Oh, da hinzukommen ist so übel gemacht. So. Aufhören tut es trotzdem nicht, aber ist ja auch egal, ne? So, wir laufen jetzt da mal dran vorbei. Oh. Normalerweise kniet doch da immer einer, dem ich dann die Box hinschmeiß. Dingsbums da hinschmeiß. Oh, warte mal, das können wir doch eigentlich mitnehmen, oder? Für die da vorne. Oder steht jemand da ums Eck? Nee. Okay. Irgendwie ist es so neblig jetzt gerade, ich weiß nicht. Das kann mir jetzt aber auch nur so vorkommen, ne? Das ist auch... Okay, hier kann man glaube ich nicht rein. So. Mit den Füßen geht's echt, ups, wesentlich besser. Ah, ein Trüelein. Kraftloser Stock, ne, lass mal da. Was kostet der? $26 bringt der gerade mal das Rohr 18. Also lass mir das mal. Das bringt nix. Ich habe jetzt halt meine Schnellwahltaste auf Q gelegt und nicht mehr auf das mittlere Mausrad, weil es irgendwie, finde ich, ein bisschen schneller geht. Ich habe jetzt halt auch hier die modifizierten Waffen ausgerüstet und ich habe natürlich repariert
Die ist natürlich jetzt schon wieder durch hier, ganz klar. Also man spart auf jeden Fall einiges an Schärfe. Upsi. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich brauche die Machete. Oder halt irgendwas Scharfes brauche ich. ja, das geht schon damit. Hier hochkommen wirst du ja wohl wahrscheinlich nicht. Nö. Man tingelt wahrscheinlich dann davor. Machen wir da ganz kurz zu. Wir waren hier aber schon mal drin, ne? Wir waren hier, glaube ich, schon mal drin. Aber ist egal, wenn man den Loot doppelt kriegt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ausweis Nummer 11. Was ist das hier? Doch noch nicht hier drin. Kann das sein? Oleander? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz auf die Map. Feind töten. Ah, okay, hier ist jemand drin. Ja, machen wir sofort. Ist meine Waffe schon wieder stumpf? Nö, geht noch. Die ist noch gut. Ja, Energy Drink auf jeden Fall. Hauen wir uns rein. Gleich nochmal einen hinterher. Und der dritte, weil er da rumsteht. Naja, wir sind ja recht angeschlagen gewesen. Jetzt muss ich mal gucken. Von da sind wir gekommen. Hier können wir raus. Hui, Volltreffer. Okay, irgendwas war da mit Errungenschaft gestanden. Ich weiß es aber nicht, was das war. Klebeband ist gut. Vielleicht wisst ihr, das könnt ihr mal reinschreiben. Ich habe mir nämlich die Sachen nochmal angeschaut. Und wenn ich mir die Sachen hier so angucke, bei Verschiedenes, dann habe ich ja sowas wie die Fackeln, Batterien, Gürtel und so weiter. Und wenn ich beim Verkäufer bin, dann steht eigentlich immer mit daneben, für welches Ding das ist. Habe ich das jetzt gar nicht mehr da? Na komm. Ah doch, genau. Wenn ich das auswähle, dann habe ich ja immer dastehen. Bei Feuerzeuggas habe ich zum Beispiel nichts dastehen. Heißt es dann, ich kann es im Grunde ja verkaufen, ne? Ich brauche sie dann nicht. Sowas wie die grünen Dinger, die sind natürlich gut. Aber sowas wie Telefon oder Kleber, anscheinend kann ich das verkaufen, ne? Warte mal, machen wir erst einmal die da vorne noch weg. Warte mal. Ah doch, das geht noch. Ups. Lay the fuck down. Tasche. Mit Klebeband. Energy Drink. Jawohl, können wir trinken. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz in die Pause. So, sorry. Hat gerade an der Tür geklopft. Das kann natürlich nicht 5 Minuten früher sein, bevor ich die Aufnahme starte, ist ja klar. So, gucken wir mal. Haben wir hier noch jemanden?
Nee. Also gehen wir da rein. Wir schauen natürlich erstmal um, ne? Bevor wir da irgendwas... You need to hurry. Du musst dich beeilen. Warte, du bist nicht mein Bruder. Er hat dich geschickt, ja? Danke, ich warte einfach ab, bis das hier wirkt. Warte, bis Luke kommt. Thank you. I'll just wait until this kicks in. Wait until Luke gets here. Neues Upgrade verfügbar, wunderbar. Ich habe jetzt eigentlich hier irgendwas gehört und bin jetzt davon ausgegangen, dass jetzt hier hinter mir gleich irgendwas kommt. So, was ist das? Oh, 380 Cash, danke dir. Hätte ich fast liegen lassen, ne? Ja, die sind da vor der Tür. Energy. Dum, 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 dum. Mach mal dazu, ganz kurz. Ah. $20. Metallschrott. Energy. Und da war doch noch irgendwas, ne? Kohle. Wunderbar. Nehmen wir natürlich gern mit. In dem Schrank ist auch noch was. Jawohl, Elektroschrott. Immer her damit. Okay, ich habe ihn irgendwie erwischt. Keine Ahnung, obwohl das Ding daneben gesegelt ist. Hier kann ich drüber, oder? Naja, zweimal treten hilft auch, ne? Moment. Wir wechseln mal die Waffe. Ja, wir gehen da drauf. Yeah, I bet that fucking hurt. So. Muss mich jetzt erst einmal wieder orientieren. Mal schauen, ob es da nicht noch irgendwen gab, der da rumgelungert ist. So, Alkohol, immer her damit. So, jetzt ist nur die Frage, wohin gehst du eigentlich? Warte mal, wir haben den Dingsbums, diesen Generator, den wir ja noch machen müssen, ne? Gehen wir mal auf die Quests. Toy Story, ja super. Jetzt ist nur die Frage, wo war das? Okay, das ist irgendwo da oben. Auf Sendung war das, ne? Geh zum Leuchtturm und hole dort Signalverstärker. Nee, Quatsch. Da, suche Markus und repariere die Transformatoren, die den Dingsbums hier versorgen. Da müssen wir jetzt hin. Aber wir haben doch die Quest angenommen. Jetzt bin ich schockt. Wir haben doch die Quest angenommen, soviel ich weiß. Und der wollte uns doch irgendwo da unten, hat er uns doch hingelotst, oder nicht? Hilft den Leuten im Leuchtturm. Sucht das Flugzeug. Besorge Fackeln von den Wracks an der Küste und Toy Story. Das ist jetzt komisch. Also ich lasse es jetzt mal ausgewählt. Im Grunde ist es ja wurscht, ne? Wir können ja überall hin. Aber ich war halt in manchen Ecken, war ich noch nicht. Und von daher würde ich halt gerne auch noch ein bisschen die Häuser durchsuchen. So, da waren wir jetzt drin. Schauen wir mal, ob wir da auch reinkommen. Ach so. Da waren wir drin. Da vorne waren wir auch drin. Dann schauen wir mal weiter. Energy. Da kann man jetzt nicht rein. Hallöchen. Nochmal? Okay. Und was hattet ihr zum Höschen? Ich habe es gar nicht gesehen. $23, okay.
So, da kommt man nicht rein. Und da waren wir. Okay, schauen wir mal da durch. Anything worth anything in here? Klinge. Okay. Du bist schon Tilt. Hoffe ich, dass du auch bleibst. Da kommt man nicht rein. Und da ist es mit dem Auto. Okay. Ja, komm du mal her. $25. Okay, jetzt schauen wir mal hier nochmal, dass wir da mit dem Auto rausfahren, weil ich glaube nämlich, auf der anderen Seite, ich glaube nämlich, dass wir diesen Kerl im Bad, der uns ja mit seiner Frau weggeschickt hat, dass der jetzt mittlerweile auch schon hinüber ist, oder? $411 nehme ich gern. Ja. Gut. Verbände, die ich immer nicht nutzen kann. Ein Holzbrett. Halt erstmal um die Ecke gucken. Gebe das Ganze lieber von da hinten an. $64, $14, $23. Ey. Immer her damit. So. Wasser, Wasser. Wie viel Wasser braucht denn die, bitte? Wenn ich das Wasser ihr bringen soll? Ich meine, das mache ich schon. Das ist ja kein Thema, ne? Brett hast du schon mal angeschaut. Da ist Alkohol und da haben wir Alkohol. Die waren gut versorgt hier. Auf jeden Fall. So. Dann gucken wir nochmal drauf auf die Map. Ich würde gerne mir das da mal anschauen. Das heißt, wir müssen hinters Haus. Aber warum blinkert das? Okay, komm. Wir laufen jetzt mal ganz kurz darüber. Wir laufen jetzt mal ganz kurz zu dem Knilch nochmal. Vielleicht ist das Problem mit den Quests, dass wenn ich die dann abbreche oder sowas, dass ich das dann nochmal aktivieren muss. So, das brennt. Du hast $20 einstecken, du hast nichts. Da haben wir noch einen Koffer mit 17. Wunderbar. Achso, du. Bleib liegen. 23. Jawohl, ey, das geht ja richtig flotti. Ah, wir haben wieder einen Schreihals. Das sollte ich jetzt dann vielleicht bei dem Großen auch einmal probieren. Solange von da hinten nichts kommt, ne? Ups, ich wollte eigentlich das Geld nehmen und nicht treten. Von da oben kommt nichts. Der reagiert nicht so leicht auf den Tritt. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo?